Du hast den Stichtag 30.11. leider verpasst und deine Kfz-Versicherung nicht gekündigt und nicht gewechselt, hättest das aber gerne getan, dann solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen, denn ich werde dir noch eine Möglichkeit erklären, die du vielleicht hier noch hast, um deine Kfz-Versicherung trotzdem, obwohl die Kündigungsfrist schon abgelaufen ist, zu kündigen und zu wechseln. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und dieses Video kann dir vielleicht so ein bisschen aus der Patsche helfen. Nämlich, wenn du vergessen hast, deine Kfz-Versicherung zum 30.11. zu kündigen und jetzt noch in deinem alten Vertrag mit drin hängst, den du aber vielleicht so gerne gewechselt hättest. Komischerweise passiert das ganz, ganz, ganz vielen Menschen, obwohl man gefühlt bombardiert wird mit Fernsehwerbung, TV-Werbung, Internetwerbung und sonst was, dass der 30.11. nun mal dieser Stichtag ist. Was hat es genau auf sich? Damit die meisten Kfz-Versicherungen beginnen immer zum Jahresanfang. 1.1. ja, geht's los mit der neuen Kfz-Versicherung. Und du hast bei einer Kfz-Versicherung einen Monat Kündigungsfrist. Das bedeutet, du musst dich spätestens einen Monat vor Ablauf, bevor sich wieder verlängert, kündigen. Und das ist nun mal dann der 30.11. eines jeden Jahres. Hast du das jetzt aber aus irgendwelchen Gründen vergessen? Oh no! Gibt es jetzt dennoch eine Möglichkeit, wie du aus deinem aktuellen Vertrag rauskommst. Nämlich, wenn du ein Sonderkündigungsrecht hast. Wann hast du ein Sonderkündigungsrecht? Milli, wann hat man ein Sonderkündigungsrecht in der Kfz-Versicherung? Ja, das hat sie noch nicht gelernt. Du hast ein Sonderkündigungsrecht, wenn der Versicherer den Beitrag erhöht hat. Sprich, du bekommst jetzt für das nächste Jahr eine neue Beitragsrechnung und wenn die Prämien hier erhöht wurden, genau in dem Moment hast du ein Sonderkündigungsrecht. Ja? Egal, ob der 30.11. jetzt schon rum ist oder nicht, du hast ein Sonderkündigungsrecht und kannst deine Kfz-Versicherung aufgrund dieses Sonderkündigungsrechts kündigen innerhalb eines Monats, nachdem dir das bekannt gemacht wurde. Also im Prinzip, nachdem du halt den Brief wahrscheinlich erhalten hast vom Versicherer, du hast den aufgemacht, aha, hier Beitragserhöhung steht drin, Prämien passen sich so und so nach oben an. Genau in dem Moment läuft diese Frist von einem Monat und du kannst deine Kfz-Versicherung kündigen. Wichtig ist hierbei, dass du natürlich dich auf das Sonderkündigungsrecht berufst. Wenn du einfach nur hinschickst, ja, ich kündige meine Kfz-Versicherung, dann könnte es sein, dass das einfach mal so unter den Tisch fällt, weil der Bezug fehlt. Ja, du musst schon Bezug nehmen, dass du hier ein Sonderkündigungsrecht hast und dann kannst du die kündigen und kannst zum 1.1. des neuen Jahres, in dem Fall jetzt 2019, hey, Milli, das war knapp. Du kannst zum 1.1. dann des neuen Jahres eine neue Kfz-Versicherung abschließen und deine Kfz-Versicherung wechseln. Ich habe dir hier natürlich auch eine Vorlage erstellt, die du dann hernehmen kannst und abschicken kannst. Findest du hier unten und in dem Video als Link. Manchmal geht das sogar auch per E-Mail. Manche Versicherer bieten an, dass du die Versicherung auch per E-Mail kündigen kannst, aber nicht alle, würde ich mich auch nicht darauf verlassen. Ja, die Versicherer sind dann auch sehr oldschool. Mach das lieber per Post, mach das auch per Einschreiben und lass jetzt natürlich nicht nochmal diese Frist verstreichen. Ja, ich habe es gerade gesagt, das ist ein Monat, den du hier hast. Ja, 4 Wochen, das war's dann, ja. Also am besten direkt, nachdem dir das bekannt geworden ist, abschicken. Und jetzt nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Es kann tatsächlich sein, dass du deine neue Beitragsrechnung bekommst. Und ich mache jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel. Du hast jetzt vorher irgendwie 500 Euro im Jahr gezahlt und jetzt kommt die neue Beitragsrechnung. Es sind nur noch 480 Euro. Ja, es ist weniger geworden. Und denkst du, hey, geil, ja, keine Beitragserhöhung, sogar günstiger, mega. Jetzt kann es dennoch sein, dass hier eine versteckte Beitragserhöhung mit dabei ist. Warum? Weil es sein kann, dass du in eine bessere SF-Klasse gekommen bist. Ja? Eine bessere Schadensfreiheitsklasse von jetzt, in dem Fall 2018 auf 2019. Dadurch werden deine Beiträge günstiger. Ja? Und jetzt ist es aber so, dass trotzdem ja, eine Beitragserhöhung hier stattgefunden haben kann, du aber in Summe immer noch günstiger bist, ja? Als das, was du das Jahr zuvor gezahlt hast. Ja? Dennoch hättest du hier ein Recht auf Sonderkündigung. Ja, also hier ganz genau hinschauen, ja, und das vielleicht auch mal abklären mit dem Versicherer, ja, wie das genau ausschaut. Weil das natürlich, wie solltest du das feststellen, wenn du das nicht
weißt, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ich hoffe, die Millie schmeißt jetzt hier nicht nochmal das Licht um. Ja, das war jetzt ein kleiner Special-Effekt nur für euch. Ich wollte das auch nicht rausschneiden. Ja. Und von daher hoffe ich, dass du jetzt vielleicht für dich nochmal dieses Sonderkündigungsrecht wahrnehmen kannst. Wenn ja, lass mich doch mal wissen hier unten in den Kommentaren, ob du das Ganze jetzt hier nutzen konntest, ob das Video hilfreich war oder ob du clever genug warst und hast wirklich den Stichtag 30.11. genutzt und hast deine Kfz-Versicherung gewechselt. Teile uns gerne mit, wohin du vielleicht auch gewechselt bist, warum du gewechselt bist, etc. Alles hier unten in die Kommentare. Deine Erfahrungen helfen wirklich den anderen dann, indem du deine Erfahrungen teilst. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lass dem Video natürlich noch einen Daumen hoch da, vor allem wenn dir die Showanlage von meiner Katze gefallen hat. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass natürlich jetzt noch ein Abo da. Und vielleicht baue ich das jetzt so regelmäßig ein, ja, dass ich meine Katze hier ein bisschen mit rumlaufen lasse. Man weiß nie, was passiert, wenn eine Katze im Raum ist. Ja? Alle Katzenbesitzer von euch wissen das, könnten eure Katzenunfall-Stories auch hier unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.